Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Survival Fountain of Youth. Da sind wir wieder. Und wir erkunden heute die Eiseninsel. Beziehungsweise beginnen vielleicht mal damit, dass wir hier irgendwo ein Dock bauen. Das können wir direkt mal als erstes machen. Wir haben nämlich ja schon so ein bisschen was dabei. Damit wir dann hierher auch möglichst schnell zurückkommen können. Wir haben ja auch noch nichts kartiert. Was haben wir? Es ist morgen, das ist gut, genau. Es war nämlich, glaube ich, dunkel, als wir hier ankamen und kartieren wollten. So, wo können wir denn mal hier schön hoch? Dass wir hier wenigstens mal so grob irgendwie was auf der Map haben. Oh, was liegt da? Habe ich das übersehen? Ha! Kupfererz zu mir. Machen wir jetzt einfach mal von hier. Nicht. Wetter ist zu schlecht. Ja, komm. Wahrscheinlich ist das Wetter hier immer schlecht. Ist ja doof. Warte mal, kann man denn hier was sehen? Hier ist halt auch nirgendwo so richtig so ein Strand, nehme ich an. Das heißt, warte mal, ich muss mal eben hier ein bisschen gucken. Ob ich jetzt hier einfach den Anleger hinbaue und dann hier. Ah, da hinten ist so ein bisschen flach. Vielleicht laufe ich da mal kurz hin. Und guck mir das aus der Nähe an. Und warte mal, ich könnte ja schlauerweise hier schon mal was zum Bauen mitnehmen. Oder ich fahre mit dem Boot da rum. Könnte ich auch machen, ne? So, diese Dinger habe ich ja mit. Hier mal ein Boot hin. Hier sind auch ein paar mehr Bäume, falls wir dann. Ah, hier ist das eigentlich ganz gut, ne? Ist das eine Angelstelle da? Könnte sein. Das ist vielleicht gar nicht schlecht hier. Hier zu bauen. Natürlich. So, dann müssten wir hier nämlich mal. Eisenbaumast. Das klingt so, als wäre das wichtig. Mal eben sehen, wie das hier so geht. Vielleicht schaffen wir es ja mal,
das, die Anlegestelle direkt mit dem Haus zu verbinden. Das wäre ja auch mal nicht schlecht. So, das heißt, wir würden hier mal... Ach so, wir müssen den Hammer ausrüsten und dann brauchen wir erstmal ein Stütz. Ach guck, Stützfundament. Daran könnte man direkt eine Treppe bauen. Oh, meine Maus. Mein Mausrad ist nicht mehr so besonders. So. Und dann könnte man hier quasi das Fundament bauen. Ach, ich will mal. Und dann hier wieder eine Treppe runter. So, das ginge. So ein bisschen doof, dass das so ganz hoch ist, aber das, dann könnte man hier halt noch weiter rüber und würde nicht sofort da keinen Platz mehr haben. Jetzt will ich aber mal eben sehen, ob wir hier auch das Dock rankriegen. Wo ist denn das noch? Gebäude? Da. Ah ja, perfekt. Ja, das sieht doch gut aus. Dann interagieren wir. Ach, da brauchen wir Steine für. Okay. Steine. Haben wir zufällig noch Steine im Boot? Oder müssen wir jetzt erstmal welche suchen? Ich befürchte, ich habe keine Steine mitgenommen. Das ist natürlich fatal. Aber hier wird es ja vielleicht Steine geben. So, dann packen wir hier nochmal die... Komme ich da noch ran hier? Ah, das geht. Okay. Das ist schon mal gut. Ach so, hier kann ich noch nichts dran tun. So, dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Großer Ast ist auch immer gut. Das ist auch immer gut. So. Her mit dem Kram.
dass er sich mal so einsaut bei den Häuten. Na toll. So, was gibt's hier? Okay. Ein Stein. Nass und windig, da weiß ich ja, wer gleich wieder eine Erkältung kriegt. Ich finde ein paar Steine und bin schon wieder überladen. Und werde angegriffen von dem. Jetzt natürlich spooky. Vielleicht ein Vogel? Oder was ist das da? Fledermaus. Okay, die Fledermaus scheint giftig zu sein. Verstehe. Okay, also die Steine. Natürlich, warte. Jetzt ist natürlich die Frage, das kann ich auch noch essen, ist aber ein Quatsch jetzt eigentlich. Lasse ich ihn jetzt mal hier. Zwei Steine muss ich gleich einsammeln. Muss ich jetzt erstmal runter und die Steine wegpacken. Und den Kram da fertig bauen, damit ich nicht so viel Zeug mit mir rumschleppe. Da ist ja noch ein Stein. Lag der da eben auch schon. Lange Stöcke, die habe ich hier noch nicht gesehen. Hey.
So. Schönes Wetter, Nebel. Na toll. Jetzt brauchen wir noch mal, bevor wir alles hier verbasteln, brauchen wir eine Werkbank. Erstmal eine normale. Da brauchen wir auch lange Stöcker. Vielleicht müssen wir die tatsächlich nochmal holen. Dann brauchen wir die Schreinerwerkbank. Dann brauchen wir einen Karren. Da habe ich nämlich ja die Sachen auch mit. Stelle ich mal hier oben schon mal hin, damit ich nicht so... Ja, da können wir nochmal... Ne, hier habe ich ja schon abgeerntet, aber... Hier hinten... Ist das jetzt eigentlich Nacht? Ah ja, okay. Kann ich vielleicht auch mal eben schlafen. Also mein Boot kann ich auf jeden Fall mal an den Anleger fahren. Ich darf vernünftig rankommen. So, angedockt und dann nehmen wir, also das kommt erstmal da rein. Das Ding haben wir schon, das kann da rein, das kann da rein. Die Flohmaus. So, dann müsste ja mein Schlafsack, ist ja einigermaßen wetterfest, wenn ich das richtig sehe. Naja, Windkälte. Jetzt packe ich den mal hier rein. 7 Stück habe ich noch. Habe ich nicht eigentlich halbierte Stöcker mitgenommen? Stämme? Dachte ich. Oder habe ich die nur vorbereitet und wollte dann mal sehen? Den kann ich schon mal bauen, das ist gut. Weil hier fehlen mir jetzt ja für alles. Und da fehlen mir Stämme. Lange Stöcke. Okay, warte mal. Vielleicht kann ich das Ding ja fällen. Mal sehen. Tatsächlich.
Perfekt. So, was brauchte ich jetzt die Halme für dies, ne? Ah, ne, da brauche ich auch noch eine Stoppe. Okay. Na gut, dann gehen wir jetzt hiermit mal los, da hinten hin. Gucken mal, ob wir hier irgendwo lange Stöcke finden und. Ach, das ist der Stumpf. Ich dachte, das wäre jetzt ein Stein. Steine nehmen wir dann nämlich auch mal mit. Ich fürchte, das ist alles. Karren mit, nicht dass ich den gleich nochmal wiederholen muss. Sauber. Nur einmal daneben. So, da haben wir doch mal wieder tierische Sehnen, wie schön. Ich glaube, wir nehmen mal alles mit, ne? Unzureichende Haltbarkeit. Dann lassen wir das mal da. Und das. Die dummen. So, jetzt muss ich hier mal kurz die Bäume checken. Beziehungsweise kann ich hier irgendwo hoch? Das Wetter sieht mir ja immer noch schlecht aus. Da höre ich doch schon wieder eine Schlange.
Palmblätter, das ist gut. Was ist das? Pilzzunder und sonst nichts. Also, das nehme ich immer mit. Ist ja nicht verkehrt, wenn wir das hier auch haben für eventuelle. Ja. Heilgeschichten. Das sieht mir nach einem Lianenbaum aus. Und können das hier wohl lange Stöcker sein? Ja! Yippie! Dann haben wir alles, was wir brauchen hier. Mir den Karren holen. Wo ist er? So. Das ist nicht schlecht. Die muss ich ja gerade auch nicht mit mir tragen, ne? Eigentlich. Das brauche ich, glaube ich, für ein Bett. Huch. Was sind das denn für Viecher? Da ist meine Nase schon wieder am Laufen. Irgendwie sowas wie Ratten. Ah, erwischt. Da bin ich jetzt gespannt. Agutes. Da geht's hin. Aber erst, wenn ich die Sachen fertig gebaut habe. Komm ich hier hoch. Wir lehnen. Hier jetzt vielleicht mal kartografieren ein Stückchen.
Wer? Wo? Und warum? Da. Da oben ist bestimmt ein Puma. Was die Puma-Insel ist. Oder Puma-Region, oder wie das hier heißt. Ich da schon. Ach nee, das sind ja die Namen von den Stämmen oder von den Gruppierungen, ne? Ich speichere mal. Puma-Region, genau. Speichern, ja, ich bin sicher. Ich lade mal kurz alles ab. Wo habe ich eigentlich meinen Karren stehen gelassen? So, warte mal, den sehe ich doch hier. Und so, dann können wir das mal eben hier alles. Ah, der ist auch voll. Okay. Dann lasse ich den jetzt doch hier stehen. Gehe ich da jetzt noch hoch? Nee, ich bin überladen. Ich gehe da jetzt nicht hoch. Das wäre jetzt doof. Wir versuchen jetzt mal hier wieder zurückzukommen. Wie kann ich das noch mitnehmen? Wie ist warm? Komisch, ne? Wieso ist das hier so warm? Sehr merkwürdig. Also hier brauchen wir so ein Sonnendingens nicht hin. Hinstellen, aber wir können hier einen Regenauffangbehälter hin tun, weil hier regnet es ja. Das haben wir ja schon mitbekommen. Den können wir hier auf jeden Fall bauen. So, warte, jetzt haben wir noch. Machen jetzt mal, wir nehmen mal alle mit, die wir haben. Packen dafür diese Sachen weg. Das klappt nicht. Okay. So klappt's. Es ist schon wieder zu dunkel. Und da steht auch wieder Chance einer Verletzung 7%. Insofern lassen wir das mal hier. Das können wir doch mal reparieren. Platzieren. Achso, reparieren machen wir auch lieber bei Tageslicht. Windkälte. Achso, wir müssen mal was essen. Das geht ja auch nicht hier. Plus 55. Das essen wir mal. Und trinken. Okay. Die So, jetzt machen wir hier mal bewegen, dann können wir es nicht hier gleich mal oben drauf stellen. Hier geht's ja runter. Ja.
So, dann brauchen wir als nächstes am besten ein Baumstamm. Karren, damit wir hier ein paar Baumstämme herkriegen können. Warte, der ist hier, das ist der. Da brauchen wir einen Baumstamm jetzt mal eben. So, dann brauchen wir vielleicht mal eine Kiste. Warte mal, Kiste, Kiste. Wo war noch die Kiste? Möbel. Nicht Gebäude. Gab es nicht irgendwo Möbel? Maschinen ja auch nicht. Da. Doch, Gebäude, okay. So, dafür brauche ich Holzbrett. Das ist ja voll fortgeschritten. Hier, das nehmen wir mal. Ah, hier kann ich tatsächlich nichts drauf bauen, okay. So, also, wenn man hier hochkommt, dann können wir mal. Ich glaube, ich muss direkt. Ach Mensch, das ist doch hier doof. Wie viel von den Dingern habe ich denn noch? Fünf. Da muss ich eigentlich mal. Ich glaube, ich nehme die mal eben wieder weg. Ändern. Ach, warte mal, ich kann die mal bewegen. Dann muss ich sie gar nicht wieder abbauen. Dahin. Und dann baue ich nämlich hier jetzt mal. Einfach einen Boden. Das passt. Und hier wieder, nee, das. Und dann noch mal wieder einen Boden. Wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. So, dann brauche ich hier mal ein paar Steine. Ist mir zu schwer, mach den mal klein. Okay. Da regnet es schon wieder. Was jetzt? Ah, Hammer kaputt. Reparieren mit zwei Steinen. Ja, mach mal.
So, und jetzt packen wir diese Leiter, Treppe, wie auch immer. Mangelnde Tragfähigkeit. Okay, das geht. Na gut. Okay, so, jetzt brauchte ich hier, glaube ich, noch das normale, die normalen Äste. Für die Kiste. Und dann können wir nämlich mal eben ausladen. Und umpacken. Und dann haben wir wieder einen leeren Karren. So. Dann können wir alles nehmen. Alles da reinpacken erstmal. Wir müssen auf jeden Fall hier die Sachen verkochen. Die können wir immer wieder aufsetzen, denke ich gerade so. Das Ding können wir immer ins Schiff packen. Das brauche ich ja eigentlich dann. Schiff. So. Den kann ich mal reparieren. Und das ist ja auch. Ah. Den kann ich nicht reparieren. Hm. Na gut. Na gut, na gut. Wir brauchen jetzt einen Baumstamm. Und dann nehmen wir erstmal hier die Äste mit. Na. Da habe ich nicht drauf geachtet, auf meine. Auf meine Axt. Okay, hier findet man aber auch genug. Mal gucken, was hier noch reingeht. Nächster Versuch. So, Fällen. So, da müssen wir jetzt halbe Stämme machen, ne? Ja. Geteilter Baumstamm, jawohl.
Sehr gut. So, dann nehmen wir das Ding mit nach oben. Obwohl, das ist ja Quatsch, weil wir ja. Eher von da ankommen hier mit den Hölzern. Können wir das auch da direkt verarbeiten? So, jetzt muss ich mal was essen wieder. Und über kurz oder lang brauche ich was zu trinken. Ich eigentlich noch mehr zu essen mit. Ach, ich kann ja auch noch was braten. Ja. Ich muss mal ein Feuer machen. Getrocknete Pilze habe ich auch noch. Muscheln, Eier. Okay, also dann wir müssen mal zusehen, dass wir hier gerade ein Dach drüber kriegen, über das Viererteil da. Können wir ja mal noch ein paar Stämme holen. Und dann können wir unter dem Dach ein Feuerchen machen. So. Stein. Ach, das ist der Stamm. Immer noch. Hier sind auch noch welche. Nur doch die mal. Da ist der Schakal. Oh, zwei. Aha. Ja, dann ist es wohl wieder drin mit dem Verletzen. Okay. So, dann nehmen wir hier doch mal direkt. Oben ist ein Trank. Nehmen wir hier doch mal einen Stamm mit. Ist es denn jetzt schon wieder Nacht? Ah, blöd. No risk, no fun, nicht wahr?
So, erstmal 3. Das muss mal reichen. Dann haben wir ja 12 Dinger. Das müsste genau für unser Hütchen reichen. Oder wird es jetzt hell? Nee. Ah, Gewitter, schon. Das war ja unangenehm. Nicht durchnässt. Achso, warte. Jetzt machen wir hier. Also, ich würde gerne hier eine Wand mit Fenster machen, weil dann kann man hier aufs Meer gucken. Ach, komm da auch. Und dann. Das passt natürlich wieder nicht, das habe ich mir gedacht. Dann brauchen wir hier eine Tür. Und da eine Tür. Ja. Schnuppen. So, jetzt brauche ich ein Dach, und zwar ein flaches. So, das muss jetzt hier mal aus dem Weg. Und jetzt brauchen wir hier. Jetzt brauchen wir hier ein Lagerfeuer. Und packen wir jetzt mal. Oh, 6 Stunden. Entzünden. Okay, dann löschen wir mal eben das Feuer und ich esse mal was, bevor ich hier. Das macht 8, das macht 7. Was haben wir noch gemacht? Das Ding macht auch 7, okay. Das legen wir mal dahin. Und dann will ich mal was gegen meine Erkältung tun. Fieber, nee, das brauche ich ja nicht. Ich nehme mal das hier. Na gut.
So, jetzt muss ich, glaube ich, mal eben alles nehmen. Dann die Kiste woanders hinstellen. Hier eine Wand. Andersrum. Und dann die Kiste wieder hinstellen. Den können wir an die Wand hängen. Das da rein, das da rein. Das vergammelt, rohe Innereien, genau. So. Jetzt ist gerade das Wetter gut, ne? Ich packe jetzt das nicht gebratene Essen auch mal da rein noch. Muss mal schnell kartografieren gehen, glaube ich, wenn es denn geht. Da komme ich ja auch nicht hoch, ne? Okay, nicht viel, aber Drachenfrucht, Drachenfrucht. Pixamer Ast. Oh. Gut. Ja, wir gehen ja auch noch da ein bisschen höher. Da werden wir schon noch bessere Orte zum Kartografieren finden, aber dann hat man mal wenigstens irgendwie eine Karte. Da unten ist eine Schlange. Naja. Okay, also hier kann auch schönes Wetter sein. Ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, da guckst du. So kommst du an mich nicht ran. Und die Stunde ist gleich voll. Das bedeutet, ich gehe mal fix hier hin und gucke, was hier liegt. Und dann gehe ich mal nach Hause. Ja, also wir brauchen dringend was zu trinken. Ich muss mal eben gucken für die. Da brauche ich ja auch eine Kokosnuss. Und ich glaube, ich habe. Nee, keine mit. Nee, also da muss ich dann entweder noch mal nach Hause und noch mal Wasser auffrischen oder weil hier gibt es keine Kokosnüsse. Ich muss dann vielleicht so eine Kokosnuss mal mit hierher bringen. Ich bin müde. Ich glaube, ich fahre mal nach Hause und bringe dann die
bringe mich erstmal wieder in Ordnung in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Warte mal, ich mache nochmal eben gerade einen Screenshot für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.